Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Two Point Hospital, weiterhin in meiner Möglichkeit Labor. Ja, das geht gleich schon alles weiter. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier ein bisschen die Fortbildungen machen und dies und jenes, weil dann läuft das nämlich. Ich muss ja auch irgendwann mal meine Ärzte hier fortbilden, sonst... So, sammeln wir noch ein bisschen Geld bitte. Das passt nämlich wie Popo auf Eimer. Oh, ich hätte aufpassen sollen. Okay, jetzt müssen wir warten, Leute. Nein, dann warten wir. Diese Seehilfen sind nicht. Machen wir ganz kurz ein bisschen schneller, weil das war jetzt gerade dumm. Besonders smart. Sie schicken ihnen Börsen und Opern-Updates direkt auf die Netzhaut. Das Unternehmen hat auch bereits eine smarte Zwinkerbrille angekündigt. Jetzt warten wir. Die ich unbedingt ausprobieren möchte. Ich hätte Pause drücken müssen, ich blöd, Mann. Aber ich glaube, wir haben alles, ne? Wir könnten jetzt wenigstens den Raum versuchen, mit den Bildern auf 3 zu bekommen. Ja, siehst du, also wenigstens auf Stufe 3 haben wir es dann. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, 21.000. Komm, mach bitte. Sei nicht so mies zu mir, Spiel. Jawohl. Ich hab 25.000. Ich kann doch bauen. Oh, danke. Haben wir. Okay, wir fördern. Nicht jetzt. So. Perfekt. So haben wir jetzt eine Flüssigkeitsanalyse. Da müssen unbedingt noch... Hier haben wir die grünen Bänke hingestellt. Mal so ein bisschen einen anderen Touch hier bekommen, ne? Leute, dann passt das auch. So. Wir haben hier wirklich Katastrophe, gerade so ein bisschen. Wir müssen unbedingt hier unsere Massen von den Arztpraxen wegkriegen, weil dann ist alles super. Aber wir haben jetzt hier gleich unsere ganzen Ärzte, unsere ganzen Pfleger und so wieder. Weiterbildung abgeschlossen. Dann der Unterricht ist beendet. Sieht das auch wieder eine ganze Ecke anders aus. So, jetzt versuchen wir Geld zusammen zu bekommen, um alle Ärzte zu updaten. Ein Krankenpfleger bereit für Weiterbildung. Bereit für Weiterbildung? Weil das wird teuer. Also, der ist noch nicht ganz fertig. Da warten wir doch noch ein bisschen. Dann können wir nämlich alle drei gleichzeitig updaten. So, Weiterbildung, Behandlung ist auch abgeschlossen. Was halt ärgerlich ist, ich habe fast nirgendwo Toiletten, ne? Das ist richtig Abfuck. Wirklich ohne Scheiß, Leute. Ich muss unbedingt ein paar Räume bekommen. Ja, aber wir haben Vermenschlichung ja auch noch nicht fertig. Also daher kann ich damit ruhig ein bisschen, nicht jetzt, ein bisschen Zeit lassen. Also, ja, das könnten wir uns jetzt aufnehmen. Aber das bringt uns einfach nichts, denke ich. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Flüssigkeitsanalyse, wodurch wir eigentlich diesen Raum hier ein bisschen entlasten. Weil Flüssigkeitsanalyse ist besser. Eine ganze Ecke besser. Eieiei. Ja, die Toten gehen mir halt gerade so ein bisschen auf den Zwirn, ne? Und die sind eigentlich auch nicht so rasend schnell jetzt, ne? Also das wären 45.000. Also ich muss jetzt mal rechnen. Wir haben 24.000, wenn ich mir 52.000 aufnehme.
Wie lange wird das dauern? 16 Bauzeiten, also 16. Januar. 24 und das nehmen wir einfach 25, haben wir 50, 60, 70.000 sind weg. Dann habe ich genug Geld, um umzubauen. Wirklich umzubauen, weil ich muss mir ein bisschen was einfallen lassen. Das muss hier raus, das muss richtig gedreht werden. Wir brauchen hier unten auf jeden Fall ein bisschen was. Wir haben, unsere Ärzte müssen unbedingt auf Stufe 2 geupdatet werden. Was sind das für Hausmeister, wirklich? Ich mach das jetzt. Ich nehme mir den Kredit. Wir bauen dieses. Ich nehme mir diesen Fortbildungsraum, nehmen uns, wenn ich erstmal, wir können alle drei Teilnehmer. Ja, das ist der Forschungstyp. Okay, dann gibt es erstmal die zwei, kriegen jetzt die Fortbildung. So, zack. Er muss halt warten. Kann ich nicht dran ändern. Oder kann ich nicht ändern. So, wir warten jetzt, bis der Raum fertig ist. Dann versuche ich diesen hier rauszunehmen, den da oben hinzusetzen, hier eine Toilette reinzubauen. Der hier oder das hier raus nach oben, den an der Wand hier eine Toilette hinsetzen. Und nebenbei hier von eine Kopie zu machen. Alter, das kann nicht sein. Kann man die Dinger umsetzen? Nein. Den könnte ich umsetzen. Es ist zum Kotzen. Ich habe diesen Raum aber auch größer gemacht, ne? Oder? Ich habe diesen Raum ein größer gemacht. Das würde eigentlich bedeuten, den müssten wir da hinsetzen. Den da. Den weg. Den weg. Dann können wir den schließen. Okay, Leute, das haben wir auch. Da haben wir diese hier hingesetzt. Dann hätten wir da schon mal vier. Hier oben hätte ich dann genau den gleichen. Aber so. Was willst du da wegmachen? Verstehe ich nicht. Was will er da wegmachen? Funktioniert nicht. Da wird irgendwie diese ganze Blockreihe gesperrt. Dieser Raum ist richtig beschissen, aber ich muss halt zu sehen, dass wir das irgendwie weitermachen. So. Tag 16 müsste das hier fertig sein. Das sind keine Hausmeister, das sind wirklich. Verdeckte Journalistin nähert sich dem Krankenhaus. So eine Katastrophe. So. Das ist jetzt gleich fertig. Da müssen wir Pause drücken. Und dann muss ich überlegen, wie ich alles umbaue. So, dass ich gleich hier nicht die ganzen Abzüge bekomme und nichts gebaut habe. So. Das würde bedeuten, den hier nehmen wir weg. Das passt perfekt da rein. Gern WC.
Jetzt machen wir den hin. Ach, so, eine Toilette. Objekte. Hier ist es warm. Das ist alles ziemlich gut. Hier unten ist auch alles ziemlich gut. Das ist schon mal ziemlich nice. Und jetzt sehen wir diesen Raum hier. Hey, das war nicht mein Plan. Wir nehmen diesen Raum hier und setzen. Eigentlich passt dieser Raum hier so perfekt rein, ne? Jetzt ohne Scheiß. Setzen den dahin. Und hier. Machen wir das so. Und setzen hier einfach erstmal so eine kleine Toilette hin. Dann haben die nämlich auch da eine Toilette. Hier haben wir eine Toilette, da oben haben wir jetzt eine Toilette. Hier oben haben wir keine Toilette, aber hier ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir hier ein bisschen Heizung hinknallen. Ja. Heizung haben wir dann auch schon mal. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch zusehen, dass wir ein paar Ärzte kriegen. Aber es gibt hier einfach nur... Deutsch gesagt, scheiße. Lass mal immer ein bisschen laufen. Gucken, was passiert jetzt. Gerade keine Ärzte, also daher ist das eigentlich alles noch ziemlich in Ordnung. Nur hier gibt es wirklich nur Dünnschiss, ne? Instandhaltung finde ich eigentlich ziemlich nice, nehmen wir auch noch dazu. Eigentlich haben wir jetzt alles so weit umgebaut, dass es einigermaßen laufen sollte. Brauchen wir noch irgendwas, was wichtig ist? Wir gehen mal gerade hier durch. Ein Pausenzimmer haben wir unten. Ganz ehrlich, ich könnte da oben noch eins reinbauen, aber das lasse ich jetzt. Eine Flüssigkeitsanalyse haben wir. Megascanner DNS. DNS-Labor wäre eigentlich ziemlich interessant. Ist aber eine Diagnose oder eine Heilung. Es kommt immer ganz drauf an, was die für richtig halten. Das hier ist eigentlich eine Heilung, richtig? Warte mal. Nein, Details. Behandlung. Infektionen werden zur Behandlung einer Reihe der Krankenpflege, bla bla bla. Behandlungstechnik. Krankenpflege, eine der erweiterten Behandlungstechniken aus. Behandlung. Also keine Diagnose. Da könnten wir den nehmen, bearbeiten. Und zum Beispiel sagen, du kommst dahin. Ich mag die grünen Bänke. Sehen ein bisschen schäbig aus, aber irgendwie haben die was. So. Kriege ich da jetzt? Ich glaube, der war größer. Aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ja. Ja. Gut, dann gibt es hier eine Kante. Aber jetzt ganz ehrlich, ich habe hier eh Platz ohne Ende nach vorne hin. Also stören tut es mich jetzt nicht. Nehmen wir hier noch einen fetten Server rein, Feuerlöscher,
Dicke Heizung. Kaffeeautomat. Und ein Blümchen. Blümchen muss sein. Haben wir ein DNS? Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir ein DNS bekommen. Der hat hier aber Diagnosen, Diagnosen und DNS. Und eine Chirurgie. Also eigentlich scheiße. Ja, sorry, wenn ich das so sage, aber wir haben keine Musik. Es ist einfach die Wahrheit, ne? Er soll auch nur DNS machen. So. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine neue Reihe geschmackvoller Motivtafeln. Hätten wir nämlich da die nächste Diagnose oder Behandlung. Es kommt immer ganz drauf an. Bevor Sie fragen, ja, mein eigenes Gesicht ist auch unter Ihnen. So. Also, ob Sie mich, und weil hier sowieso gerade ein bisschen die Kohle über ist, update das mal bitte auf Stufe 2. Sonderausgabe zu erwerben. Wie ich höre, sind nur noch 70.000 Stück übrig. Und den auch. So. Können wir noch was einstellen? Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Ja, lassen wir einfach alles so, wie es ist. Zwei Geräte werden geupdatet. Meine Batterien wieder. Oh, fortfahren bitte. Und Ladegerät. So, befördern. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.